Veranstaltung Hamburg Women Connect ist für mich persönlich wichtig, weil es ein Herzensprojekt geworden ist. Das ist ja die 12. Hamburg Women Connect, die ich schon veranstalte. Die Veranstaltung ist besonders, weil es hier freundliche Leute gibt, weil wir viel Spaß haben, wir können netzwerken, man hat neue Ideen, man bekommt neue Ideen. So eine Veranstaltung wie hier von Hamburg Women Connect finde ich deswegen so wichtig, weil Frauen in Führungspositionen nicht so gut vernetzt sind wie Männer, bei denen das ganz natürlich passiert. Persönlich lebe New Work auch seit vielen Jahren. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig, würde es aber gar nicht mehr als New Work bezeichnen und fand heute auch gerade so die Rückfragen aus dem Publikum haben nochmal ganz interessante Facetten in das Thema hineingebracht. Solche Veranstaltungen sind wichtig, einmal weil es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, zu wichtigen Themen auszutauschen, zu Themen, die aktuell sind im Arbeitsleben, wo jeder unterschiedliche Erfahrungen hat, unterschiedliche Erfahrungen einbringen kann und zum einen Inspirationen mitnehmen kann, wie kann ich es anders machen und gleichzeitig eben auch direkt Personen findet, von denen man sich direkt auch neue Inspirationen und neue Ideen holen kann. Zum einen ist es erstmal natürlich eine Bereicherung für unser Unternehmen, aber auch für mich persönlich, weil ich einfach glaube, dass in modernen Teams eine ausgewogene Gender zwischen Mann und Frau hervorragend zusammenspielt. Weil, wie gesagt, es ist auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen und hier ist es wirklich sehr bereichernd. Vielen Dank nochmal dafür. Die Veranstaltungen von Hamburg Women Connect von Katrin sind einfach immer ein absolutes Geschenk. Ich habe große Achtung vor ihrer Power und vor der Herzlichkeit, mit der sie hier die Events stemmt und ja, bin einfach nur glücklich und dankbar, dabei sein zu dürfen. Heute Abend hat ganz klar gezeigt, wie wichtig es ist, sich in die Augen zu schauen, zu netzwerken, miteinander zu sprechen und zwar persönlich und nicht nur digital.